Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal erzählen, wie du an Papier rankommst. Und zwar brauchst du das Papier zum Beispiel beim Lagerfeuer, um es überhaupt anzünden zu können. Und es gibt mehrere Varianten, an Papier zu kommen. Und zwar einmal, wenn du ins Handwerkmenü reinschaust, findest du unter Gegenstände hier einmal das Papier. Dafür brauchst du ein Tagebuch und kannst dann auf Herstellen klicken. Du kannst aber auch das Tagebuch, was ich irgendwie gerade gar nicht mehr habe, wo ist es hin? Wir laufen mal kurz ein Tagebuch holen. Auf jeden Fall, wenn du dieses Tagebuch hast, kannst du mit Rechtsklick draufklicken und dann steht da Papier herausreißen oder Seite herausreißen. Das ist eine Variante, die zeige ich dir jetzt sofort nochmal. Ich muss einmal schauen, wo das Tagebuch ist. Da ist ein Tagebuch. So, und wenn wir da nämlich jetzt, wie gesagt, mit rechts draufklicken, steht hier Stück herausreißen Papier. Geiles Deutsch, aber so ist das nun mal noch, ne? Und schon hast du Papier hergestellt. Papier kann man übrigens stapeln, und zwar, wenn ich jetzt hier ein zweites in mein Inventar lege, brauche ich das einfach nur rüberziehen und das funktioniert bis zur Anzahl 10. Kann ich die alle übereinander stapeln und es nimmt mir nicht so viel Platz weg. Und es gibt noch eine andere Variante, wie man an Papier kommt. Und zwar, wenn du jetzt hier Munition hast und hier hast du jetzt zum Beispiel ein Päckchen, dann ziehst du dir das in dein Inventar hinein und sagst mit Rechtsklick auspacken. Und schon hat er die Munition ausgepackt und hat noch ein Stück Papier dagelassen. Und so schnell kommt man an Papier. Und ich kann dir auch noch mal zeigen, wie das mit dem Handwerk funktioniert. Dafür muss ich noch mal einmal das Tagebuch herausholen. So, wenn wir dann auf Handwerk klicken, jetzt ist es grau hinterlegt, jetzt kann ich auf Herstellen drücken und schon habe ich ein Stück Papier. Es hat natürlich eine geringere Wertigkeit, aber zum Feuer anzünden reicht das völlig aus. Das macht keinen Unterschied, wie viel Wertigkeit das Papier dann hat. Genau, und so schnell und einfach kommt man an Papier und kann sein Feuer anzünden. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.